Naja, meine Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu keinem geringeren Spiel als Victoria 3. Wir stehen kurz vor einer Revolution. Mit dem nächsten Ticken wird die wahrscheinlich triggern. Und da bin ich sehr gespannt. Weil bis jetzt in meiner Victoria 3 Existenz habe ich es immer geschafft, Revolution relativ gut klein zu halten. Und das ist leider eine sehr große. Auch wenn wir es jetzt versucht haben, die noch ein bisschen runter zu pushen. Und unsere anderen zu stärken, hat das nicht gereicht. Bei weitem nicht. Oh, echt, oder? Hat er seinen Kopf gegen die Zellenwand geschlagen, wurde er zu Tode gefoltert. Die offizielle Geschichte ist, dass der mit der IG Industrielle verbundene Revolutionär an der Cholera gestorben ist. Doch diese Geschichte überzeugt nur die Leichtgläubigen und jene, die wegschauen. Doch eines sicher, seine Anhänger sind sauer und sie gieren nach Blut. Mörder ruft die Menge. Oh, das würde den Bürgerkrieg direkt auslösen. Das nicht. Wir nehmen alle Zeit, die wir kriegen können. Wenn das Gesetz bei 13% schon ist. Die Intellektuellen, dadurch, dass sie jetzt immer stärker werden durch unseren Buff. Es wäre natürlich einfacher gewesen. Aber natürlich ein bisschen... Es ist natürlich ärgerlich, dass wir da keinen Agitator bekommen haben, der das... Staatsatheismus. Ja, schade eigentlich. Sollte das schief gehen, kann man sich natürlich fragen... Haben wir vorschnell gehandelt? Ich habe zu viel Geld, Alter. Was wir jetzt machen könnten. Wir gehen kurz voll auf Ausgeben. Pan-Nationalismus haben wir auch noch durchgepumpt schnell. Ja. Das als nächstes. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir... Nee, Moment. Das können wir jetzt tatsächlich gründen. Machen wir das mal. Trotzdem noch schnell. Noch schnell Skandinavien geworden. Ja, bringt natürlich jetzt trotzdem nichts mehr. Da ist er. Der Aufstand. Die Revolution. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Haben wir auf den ersten Blick mal mehr Truppen. Vielleicht können wir ja trotzdem noch ein, zwei Länder beeinflussen. Wie Seiten wechseln. Als skandinavischer Kapitalisten auch. Ach so, wir können auch... Nee, wollen wir nicht. Wir wollen ja als wir spielen. Und wir haben Schiffe. Die haben keine Schiffe. Interessant. Gut. Jetzt können wir natürlich mal Folgendes machen. Besteuerung wieder erhöhen. Militärgehälter lassen wir aber hoch. Das ist nämlich relativ nice für Moralregeneration und KKG. Und wie kriege ich jetzt meine Wehrpflichtigen mit dazu? Brauchen auf alle Fälle hier noch kurz einen Befehlshaber. Meinen von den Streitkräften. 6, 14, 20.000? 20.000. Dann geht ihr schon mal. Wird halt jetzt so ein 50-50-Ding, ne? Du gewinnst es. Oder du verlierst es. Es lässt sich so direkt keiner beeinflussen. Kann ich denn notfalls. 29. Hey, wo sind denn die alle? Ich habe angeblich 29, die ich mobilisieren kann, aber. Wo sind denn die letzten Männer? Naja. Eine Interessensgruppe Streitkräfte ist unzufrieden, dass die Intellektuelle Teil der skandinavischen Regierung sind. Ja, scheiß mal auf die Streitkräfte. Ein begehrter Mensch. Isaac Olofsson wird von den Niederlanden eingestellt. Wir schulden denen keine Verpflichtung mehr. Okay. So, plus 20% Erfolgschance, das ist schon mal super. So, die sind jetzt schon alle an der Front.
Aber ich bin mir jetzt nicht... Ihr seht es ja, ich habe ja 20 Bataillone und 0 von 9... Ah, warte mal ganz kurz. Moment. Gab es da nicht irgendwo noch die Option... eine Armee erschaffen, aber... Jetzt habe ich eine leere Armee. Das ist einfach eine leere Armee. Das macht ja keinen Sinn. Kann ich euch wieder löschen? Muss doch die Armee wieder löschen können. Vierte Armee. Das ist alles sehr mysteriös. Wir sind unterlegen. Die haben jetzt auch Schiffe bekommen. Kannst du wahrscheinlich auch machen, was du willst. Aber nee, die haben keinen Bock. Es gibt nur eine Front. Wir sind erstmal unterlegen. Um 7 Mann. Gut, könntest du jetzt rein theoretisch mal gucken, dass wir das Ganze hier ein bisschen modern... Hier, 9 einberufenen Zentren. Hier zum Beispiel. Ah, wir haben nicht genug Leute, um das zu beschäftigen. Gut, das würde das schon mal erklären. Was wir machen ist, wir werden unseren Soldaten nur die beste Nahrung geben. Ah, kann nicht geändert werden, solange die Modi... Ah, das ist scheiße. Na gut. Jetzt schauen wir mal. Wir sind zwar unterlegen, aber vielleicht gewinnen wir trotzdem. Wir zahlen nur die besten Waren. Ah, minus 22. Jetzt schauen wir mal. Offensive. Okay, wir sind richtig schlecht, was die Werte angeht. Ha. Aber es wird besser. Von den Stats. Ja, es wird besser. Schauen wir mal. Seht ihr? Ja. Ah, jetzt wird es wieder schlechter. Oh, das sieht aber erstmal gut aus. Ja, relativ ausgeglichen trotz allem. So, Amt für Inneres ist auf der nächsten Stufe. Das bringt mir jetzt so direkt leider auch nichts. Wichtig wäre nur, diese Schlacht zu gewinnen. Und das schaffen wir scheinbar so nicht direkt. Sehr ärgerlich. Bin ja eher Optimist, aber in dem Fall, das sieht judisch Jude aus. Ich hab die doch beide an der Front, oder? Ja. Die sind halt einfach unterlegen aus irgendwelchen Gründen. Weil wir hier in der Offensive waren, oder so. Haben wir hier in der Offensive, ja. Auch interessant. Könnt ihr nicht einfach defensiv spielen, oder so? Ah. Rekrutieren einfach extra Leute oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir machen es einfach mal. Was soll ich? Sonst habe ich ja halt doch keine anderen Optionen. Wir brauchen halt mehr Soldaten. Ja, jetzt hat... Plänklinien. Aufwerten. Wie willst du die aufwerten? Mein Scheiß auf. Was soll ich? Ah, es ist grün geworden. Aha. Weil wir da immer noch unterliegen, Digga. Wir kriegen halt nur auf die Fresse, Alter, ne? So, wir haben jetzt 22. Es ist halt grün. Ich meine, das ist ja mal positiv, wenn es grün ist. So. Kriegswille 72, Kriegswille 4, Kapitulationswunsch minus 153. Ein verhandelter Friedensvertrag ist nicht möglich. Ist aber schlecht. So, Erlassungschance 10%. Wir sind auf Minus schon.
Können wir irgendwas erreichen oder so? Irgendwie vorankommen? Dass wir nicht direkt verlieren. Oh, was ist hier los? Nee, auch wieder schlecht. Verlieren hier wirklich jede beschissene Schlacht. Ich habe sogar die Militärgehälter noch extra erhöht. Aus mir unerklärlichen Gründen. Wir haben auch irgendwie deutlich die schlechtere Moral, ne? 90%, 79%. Wir beginnen auch schon mal grundsätzlich mit niedrigerer Moral. Was mir auch nicht so taugt. Weiß halt auch nicht genau, was das Kriegsziel so ist, weil irgendwie, keine Ahnung. Wir verlieren zwar mega schnell Warscore in der Zwischenzeit. Minus 70. Wodurch denn? Durch Kriegsmüdigkeit. Ja, wie kann ich denn die Kriegsmüdigkeit senken? Durch Erschöpfung. Mittlere feindliche Besatzung. Ja, ist ganz komisch. Also wir werden den Krieg verlieren. Was schade ist, weil wir das Gesetz jetzt durchbekommen hätten noch. Aber jetzt ist hier Feierabend. Sie wurden annektiert. Echt, das Spiel ist vorbei? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Echt jetzt? Dachte, dass wir dann als die anderen weiterspielen. So war es doch in Victoria 2 damals. Ha. Das ist interesting. Naja. Das habe ich jetzt nochmal hinbekommen. Aber okay, es ist gut zu wissen, wenn man einen Bürgerkrieg verliert, dass man dann, ich kenne das so aus Victoria 2 und korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liegen sollte. Aber man hat Bürgerkriege genutzt oder Revolution, um die Ideologie seines Landes oder die Religion oder Wahlgesetz, alles seines Landes zu ändern. Macht man in Europa Universalis 4 zum Beispiel auch so. Bis heute. Habe ich, das ist, keine Ahnung, also vielleicht täuscht mich das jetzt auch. Aber muss man wissen, weil das macht. Yes. Ja. Wer ist denn das überhaupt? Frederik Falkendorf. Hä? Okay. Erstmal gucken, was hier überhaupt abgeht. Wir switchen jetzt erstmal kurz zur Regierung. Ja. Was haben wir jetzt hier für Gesetzlage? Ist immer noch. Ah, wieso jetzt Präsidialrepublik? Aha. Wir sind keine Monarchie mehr. Auch interessant. Machtverteilung ist jetzt Oligarchie. Weiterhin. Naja. Die Oligarchie verbietet Wahlen weiterhin. Schade, das ist ja genau das, was wir nicht wollten. Das Ende der Übergangsregierung. Ja, danke für nix. Könnt ihr das bitte alles kurz weg? Danke. Mit unserem Sieg in der Revolution ist die Übergangsregierung unter Falkendorf nun in der Lage, ihre gewünschte Herrschaftsform in Skandinavien zu formalisieren. Der Rauch des Revolutionskrieges hat sich größtenteils verzogen und mit ihm das Gefühl tiefer Unsicherheit darüber, wohin die Übergangsregierung die Nation führen will. Während das Kabinett miteinander debattiert, stehen Skandinavien mehrere Wege offen, die revolutionäre Struktur zu formalisieren, das Mandat des eigenen Regimes zu übernehmen oder einen völlig neuen Weg in der Geschichte zu beschreiben. Wir sind gegen den abgesetzten Herrscher, nicht gegen die Monarchie selber, doch ich bin tatsächlich schon gegen die Monarchie. Ah, wir werden eine parlamentarische Republik. Aha. Okay. Finde ich schon mal gut. Das wollte ich davor auch. Das wollte ich eh machen, tatsächlich. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir. Ja gut, nationale Überlegenheit ist auch. Also, das ist ja. Wieso ist dir denn alles scheißegal? Wir werden gucken, dass wir als nächstes die Kultur. Wie gesagt, das ist ja allen wurscht. Wobei wir mal kurz endpausieren. Was haben wir denn? Ich habe auch. Verbrauchsteuer, Digga, die haben ja richtig auf die Pötte geschlagen hier, Alter. Das bringt nichts weg.
Das ist auch ein Witz. Das ist auch ein Witz. Sie brauchen die Steuern aufs, Alter, auf Fleisch, auf Grundbedürfnisse. Digga, die machen auf Grundbedürfnisse Steuern. Ich werd nicht mehr, ne? Ihr könnt doch nicht auf Grundbedürfnisse Steuern machen, ihr Holzköpfe. Die Effizienz, unsere Walfang an Erleger in Nordnorwegen aufrechtzuerhalten, hat leider einen äußerst gefährlichen Nachteil. Der Tod begleitet unsere Walfänger auf fast jeder ihrer Reisen. Es ist ein hoher Preis, den es zu zahlen gilt, doch der Gewinn ist ebenso hoch. Ja, dann. So, die völlige Trennung, nee. Nee, nee. Warum ist meine Bevölkerung so krass gestiegen? Achso, klar. Wir waren ja getrennt. So, wir sind okay. Oh. Aha. Aha. Beziehung verbessern. Finanzierung lass mal sein. Wir haben ein bisschen finanziellen Schaden erlitten, trotz allem. Also, ich habe angeblich immer noch eine illegitime Regierung. What? Oh. Oh, geil. Oh. Okay, okay, was ist das? Der Beamtenadel. Aha. Wo sind denn die Rand? Okay, die sind komplett weg vom Feld. Digga, ich habe keine Ahnung, was die mit dem Land gemacht haben. Wieso sind das pausiert? Baut mal was, Alter. Ja gut, dass wir Minusbürokratie macht es jetzt auch nicht besser. Das passt noch. Also hier hat sich nichts getan. Keine Ahnung. Ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich habe Trick 18 angewendet. Ich habe im Iron Man, also es gibt quasi eine Möglichkeit, den Iron Man Modus zu umgehen. Habe die Konsole geöffnet und habe das Land gewechselt. Von Skandinavien hin zu Frankreich. Im Endscreen. Konnte dann den Endscreen damit umgehen und habe dann wieder zurückgewechselt zu Skandinavien. So, kann ich euch ganz ehrlich sagen, kein Geheimnis. So viel Schiffe will ich nicht. Weil zum einen muss ich ganz ehrlich gestehen, ich finde es bis jetzt einen schönen Run. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir, ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich hätte das wahrscheinlich, diese Revolution nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass wir dann, wenn wir die verlieren, dass wir komplett raus sind. Also hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Und da wir jetzt auch schon wieder ein paar Stunden investiert haben und ich immer so eine gewisse Grundabneigung habe gegenüber Neustarts. Weil es immer, ich weiß nicht, man hat hier sich was aufgebaut und wenn das dann weg ist, das ist immer ein bisschen, weiß ich ja nicht. Stimmt mich immer ein bisschen traurig. Deswegen habe ich mir jetzt diesen Weg da zur Hilfe geholt. Warum haben wir jetzt auf einmal wieder so viel Holz? So viele Fragen. Die haben auch echt gewütet, ne? Aber wir haben auf einmal wieder laute Arbeiter angeblich. Woher auch immer. Keine Ahnung, wo die vorher waren. Und das andere, was ich gemacht habe, ist den Ironman-Modus zu deaktivieren. Einfach, dass wir solche unvorhersehbaren Ereignisse trotzdem sicherheitshalber nochmal umgehen könnten, wenn sie passieren würden. So, die Intellektuellen sind mir eigentlich aktuell relativ wurscht. Weil sie ja grundsätzlich nicht so falsch waren. Es wäre aber erstmal wichtig zu gucken. Die Regierung ist leider schon wieder nur noch rechtmäßig. Nee, ist noch rechtmäßig. Legitim, rechtmäßig ist natürlich so Jackpot immer. Okay, wir können jetzt auf Grundbesitzerwahlen switchen und das ist wieder so ein direkt so ein Krawallding, ne? Ah! Es wären schon mal Wahlen. Naja. Fünf Prozent Erfolgschance. Es gibt zum Glück keinen, der dagegen ist. Deswegen können wir das mal alles sehr entspannt sehen. Bis wann haben wir mit euch Frieden? 1865 war das, ne? Nee. Oh! Stimmt. Was ist eigentlich mit der einen Armee, die ich mal dahin geschickt habe? Jetzt? Ah, okay, jetzt. So, dann legen wir euch noch zusammen. Zu euch mit. Inklusive der Befehlshaber. Yes. So, die Flotte gibt es immer noch. Will ich nicht. Macht sie weg.
Mach die Flotte weg. Aufteilen, in Ruhestand schicken. Der hat doch keine Einheiten. Mach den doch weg. Das triggert mich hart, sage ich euch ganz ehrlich. Das triggert mich hart, dass wir die nicht einfach auflösen können. Das macht mich richtig aggro. So, ich wollte hier Dings erforschen mit meinem anderen Schweden, bevor es auf die Fresse bekommen hat. Wann habe ich denn eigentlich 85 Bau? Oder seit wann habe ich denn 85 Bau? Warum haben wir minus 66% Baueffizienz in Dingsland? Warum? Durch Bankrott. Oh, die waren bankrott. Nicht euer Ernst. Oh, nee. Wie lange haben wir diesen hässlichen Abzug? Noch 8 Jahre. Kann ich den entfernen? Wahrscheinlich nicht, ne? Och, ist das kacke. Kontaktaufnahme zum Volk. Ah, das ist schon mal gut. Mal 15%. Das würde auch unsere finanziellen Probleme so ein bisschen erklären. Oder generell die Probleme. Es wird nicht einfacher heute. Also mein Plan, in den nächsten 73 Jahren auf Platz 1, oder zumindest in die Top 5 der Weltrangliste zu kommen, wird spannend. Es wird spannend, weil vor allem die Kosten jetzt auch dort. Also eigentlich ist es total ineffizient, dass wir es überhaupt bauen. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, sage ich euch ganz ehrlich. Weil es kostet uns halt unendlich viel. Wir werden einfach die Zeit nutzen, ein bisschen Gesetze durchpressen. Industrielle Barrieren. Es gibt Berichte, dass norddeutsche Angestellte in den Fabriken von Schleswig-Holstein unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten müssen. Das darf so natürlich nicht weitergehen. So, wir sind hier schon in den Nachträge direkt. Die Entwurfphase haben wir schon hinter uns gelassen. So, die wollen die Staatsreligion bewahren. Bullshit, Alter. Dänische Volkskirche. Gott, auf die Fresse haben. Stärken euch mal, die sind ja loyal. Mit echt unfassbar viel politischen Druck. Oh. Das sieht nicht gut aus. Rückgang des Lebensstandards, ne? Ich meine, gut. Plus 10 Autorität. Minus 25% Erlassungszeit, ja. Machen wir das mal. Gehen jetzt auch schon wieder ins Rot. Ach, ekelhaft. Ich das schon wieder sehe, ne? Da ist halt durchs Bauen. Schwierig. Es ist alles sehr schwierig, bis wir den Bankrott abgewendet haben. Werden wir jetzt hier erstmal so gar nichts machen. 8 Jahre. Abklingend, okay. Das heißt, je länger das andauert, desto schwächer werden die Abzüge. Ah, wir haben schon den ersten Rückschlag gehabt, super. Klar. Was ich aber interessant finde, wir haben minus 40% Offensive und minus 40% Defensive haben die gehabt. Die, nicht wir. Wir haben ja eigentlich ganzen Boni gehabt und trotzdem haben die uns so krass hops genommen. So, 15% Erfolgschance, minus 10. Ah. Okay, wir können jetzt das machen und auf gut Glück hoffen oder wir machen das und kriegen so oder so auf die Fresse. Wir haben natürlich Pech gehabt. Ah, ich könnte kotzen. Warum kann denn sowas nicht einmal funktionieren? Hä? Einmal, wenn ich irgendwas will. Nee, nix. Keine Chance. Das ist... Na gut, wir haben Skandinavien gegründet. Mit Finnland weiß ich halt nicht, wie das dann klappt. Können wir diplomatisch gucken. Ich will ja, wenn dann rein theoretisch, vasalisieren. Was läuft denn das hier? Unabhängigkeit. Tributgeber machen. Nimmt das an, wird das Waffenschiff weigert sich.
Skandinavien kann kein Klientelland vom Typ Tributgeber haben, weil es ein Land vom Typ Recognized ist. Skandinavien muss einen höheren Rang als Finnland haben, um es zu einem Klientelland vom Typ Protektorat zu machen. Wollt ihr mir jetzt sagen, ich habe keinen hohen Rang? Kleinmacht? Kleinmacht, scheiße. Ach, das ist ja blöd. Och, Menno. Nächster Rückschlag. Oh, ich könnte kotzen. Und kann diese einfachen Sachen nicht funktionieren. Ach, schade, Marmelade. Ah, niedriger Lebensstand. Ja, Leute, ich kann auch nichts dafür, dass wir bankrott waren. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Militärgelder sinken. Hä? Also wollte gerade sagen. Warum geht's jetzt auf einmal so weit runter? So, ineffiziente Landwirtschaft. Das wird auf alle Fälle interessant. So, Debatte. 10% Erfolgschance, aber dafür... Ah, okay, es hat echt geklappt. Also die 2500 zusätzlichen Ausgaben, die wollte ich auf keinen Fall haben. Da hatte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ungeübte Hände. Setz keine Kinder mehr in Fabriken ein, so ein Blödsinn. Sollen schön weiter in den Fabriken arbeiten, die Kids. Ich bin erstmal raus für heute. War eine echt knackige Folge. Viel Scheiße passiert, Mann. Gespannt, ob wir uns davon noch mehr erholen können. Bis dahin, euch allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal rein. Tschüssi.